Servus Leute, willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Jetzt machen wir das, was ich in dieser Welt am ätzendsten finde. Schlimmer als das Scooter. Scooter fahren. Na gut. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht, aber offensichtlich alles nicht. Oder es ist resettet worden. Nein, ich habe sie schon abgegeben. Mann, bin ich doof. Und wenn nicht, dann laber ich die ganze Zeit nur Blödsinn. Toll, eine Granate umsonst verschwendet. Na du, kannst du nur reden mit ihm. Du hast, wie es scheint, alles Nötige gelernt, um das Großzeug betreiben zu dürfen. Na klar, du Affe. Dann darfst du eintreten. Was glaubst du, in welcher Reihe wir sitzen? Hier gibt es überhaupt keine Plätze. Vielleicht sollen wir uns auf diesen komischen Haufen da setzen. Eigentlich sieht das nicht sehr gemütlich aus. Oh, ich hasse dich. Aber deine Stimme ist geil, wie fast alles. Oh je, noch mehr Eindringlinge. Ich werde euch zeigen, wer der Boss ist. Seht nur, wie groß und stark Herr Ficken ist. Ja, das sage ich absichtlich. So groß bist du gar nicht. Dieser Klunker-Freak am Anfang war viel größer als du. Ach ja, nun, wie wäre es denn damit? Herr Ficken. Ausgestopfter Windbeutel. Nee. Sexuell verwirrter Geschlechtsakt. Du hättest dich wohl für ziemlich schlau, was? Ich will mich nicht aufblasen. Es riecht nach Zoff. Wenn du darauf besteht. Ich muss ihn mit 12 mal treffen. Ja, erstmal treffe ich das da hinten, weil das ist dann am beschissensten zu treffen. In den Hintern. Ouch, ihr habt eine Schwachstelle entdeckt. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Nun müsst ihr mich aus der Luft treffen. Ja, leider. Weil sonst kommen Boxhandschuhe und wollen mich fisten. Er hat ja auch noch. Hat ja auch noch ein paar Moves auf Lager, dieser sexuell verwirrte Typ. So, und umdrehen. Umdrehen! Ah, jetzt fängt er an zu husten. Ja, huste mal irgendwo hin. Erstmal random Ball, an irgendwas treffe ich schon. Bombardement! Oh! Hallo! Er hat nur mehr 4? Ich habe ihn echt gerade bombardiert, volle Kanne. Bombardement! Oh, oh, oh! Okay, ich hatte ihn irgendwie als Kind schwer in Erinnerung. Na gut, ich habe jetzt schon 3 Millionen Sachen geholt. So mache ich hier Mega-Bombardement. Da hat er null Chance, der Kerl. Oh! Egal. Guck mal, wo die Faust ist, haha. Ja, hör auf, da rumzuhusten. Was ist das, was für ein Scheinwerfer das? Oh, da kam Bottles raus. Bottles, du hast dich aber verändert. Du wurdest als Boxhandschuh wiedergeboren. So. Nun zu uns zwei, Kollege. Was ist er denn da? Dreh dich um! Bombardement, hör auf zu husten! Boah, in die Nase! So, wo sind die letzten? Da! Hör auf zu husten! Hä? Okay, da ist der letzte. Da ist der eine und wo ist der andere? Ja, bleib schön stehen, du Depp. Gut. Den hatte ich schwer in Erinnerung.
Oh oh, das sieht übel aus. Pfui, Dive, da muss er erstmal furzen. Der ausgestopfte Windbeutel. Falls ihr überhaupt wisst, woher das ist, dieser ausgestopfte Windbeutel. Das ist auch Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Finde ich mega geil. Leider gibt es Personen, die es nicht ganz so abfeiern. Finde ich zwar schade, aber Geschmäcker sind hier verschieden. Nicht wahr? Gut. Wir haben jetzt Herr Flicken schneller besiegt, als ich es erwartet hätte. Verdammt. Ich habe damit gerechnet, dass ich hier jetzt das ganze Video verbrauche. Eine Cheater-Seite fehlt noch und ein Puzzle. Weiß ich gerade jetzt echt nicht, wo es ist. Ein Puzzle fehlt. Vor allem auch eine Cheater-Seite. Vielleicht. Ah, das Puzzleteil. Okay, ich weiß schon wieder, wo das Puzzleteil ist, aber wo ist die Cheater-Seite? Auf zu husten. Da ist der Ausgang, oder? Und da ist der Ausgang. Neben. Ich provoziere dich so gern. Wozu Kuckuck ist die Cheater-Seite? Das Puzzle ist hier. Luftschloss vor allem. Oh, so eine Hüpfburg wäre mal wieder geil. Aber dafür bin ich schon zu alt. Trotzdem macht Spaß. Willkommen zum Ballonballerei. Das sind 60 Sekunden 50 Punkte erreichen. Soll ich dir Regeln vorlesen? Nö. So, einfach gedrückt halten und alles abknallen. Da, der Blaue! Ich stehe auf die Blaublüten, ja! Sag mal, hör auf mich anzufurzen, Scheißballon. Oh nein, da ist ein Blau abgehauen. Ich hab's genau gesehen! Die fliegen alle an mir vorbei. Da! Ja, der haut auch ab. Danke, dass ihr mich verhöhnt. Sollte vielleicht nicht so hoch fliegen. Ja! Wie viele Punkte brauche ich? 50? Ich habe schon vergessen. 60? Warum vergesse ich immer die Punktzahl, die ich brauche, obwohl ich das Spiel kennen sollte? Na gut, war bei Ocarina of Time Stream auch so weit. Ocarina of Time kenne ich ja und was habe ich dann erreicht im Waldtempel? Gar nichts fast. Ja, yeah, 50 habe ich schon. Das ist unser gewinnster Preis, weil ich geil bin. Weil Wolf geil ist, nicht die Hexe. So, fällt nur mehr die letzte Cheeto-Seite, dann habe ich den Hexex-Park bis auf, ich glaube, eine Sache beendet. Ja, Fall. Das ist eine Hüpfburg. Das tut nicht weh. In einer Hüpfburg kann man sich nicht das Genick brechen, doch eigentlich schon, glaube ich. Ich habe mir noch nie das, ich habe mir noch nie das Genick in einer Hüpfburg gebrochen. Aber wer kann das schon von sich behaupten? Ja, ich bin neulich in der Hüpfburg gesprungen und bin so blöd gelandet. Na gut, das würde sogar gehen. Wenn man springt und versucht, Salto zu machen und landet dann so blöd auf dem Genick. Aha, ich hab den Weißen schon, Nachahmer. Nachahmer. Du armer Nachahmer, du. Ja, das würde gehen, wenn man in einer Hüpfburg springt und dann irgendwie so blöd landet, dass man sich das Genick bricht. Das wäre natürlich schon suboptimal. So, fällt nur mehr die letzte Cheeto-Seite. Wo zum Kuckuck ist die? Lass mich nachdenken. Der Typ da unten, der nervt mich gerade so ein bisschen. Dafür gibt's Vergeltung. Ranjinjo. Das hab ich. Das habe ich.
Jetzt kann ich dich auch mal plündern. Ich habe zwar eins früher gedrückt, aber egal. Was war auf dem Zelt nochmal? Was hatte ich Schuhe? Ginger, glaube ich. Ich glaube, den Ginger habe ich auch schon. Ja. Vielleicht habe ich von hier aus einen besseren Überblick. Boom. Aber naja, genug der Witze rein. Warum habe ich eine höhere Aussicht? Ich habe irgendwas geschossen versehentlich, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, wo die Seite ist. Da drin, oder? Nein, das war falsch. Ich provoziere so gern. Das ist falsch. Da ist ein Feind. Ja, nerv nicht rum. Das Viech könnte sich mal verziehen. Okay, hier war jetzt nichts. Nichts Nennenswertes auf jeden Fall. Und das war jetzt kein Wäh, das war ein Hm. Wo ist die letzte Cheater-Seite? Das habe ich befürchtet, dass ich jetzt rumsuchen kann, deswegen. Na gut, dann wäre der Hexex-Park auch erledigt. Das wäre praktisch. So ein Wahrsagerzelt braucht jeder Zirkus. Bahnhof? Nee, oder? Ich muss mir ins Gedächtnis rufen. Wo waren die Cheater-Seiten? Eine war hinterm Auto, hinter dieser Tür, die man nur mit dem Auto erreichen kann. Eine war, glaube ich, im Feuer. Furosium, oder wie es hieß. Die letzte war... Wo war die letzte? Wo war die letzte Seite? Ist das peinlich. Das ist gerade richtig so ein Blackout-Moment, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, wo die letzte Seite war. Warum ist sie nicht? Es ist so peinlich, was ich hier gerade mache, verdammt. Wo zum Kuckuck war die letzte Seite? Wahrscheinlich hat es mir Menzel in einem früheren Part geschrieben, aber ich kluger Typ hab's natürlich nicht auf dem Schirm. Irgendwo vielleicht?
Ja, ich renne einfach so durch. Ich habe jetzt keine Lust. Ja, egal. Ja, egal. Vielleicht da drin? Ja, da war ich doch auch schon. Da war ein Jinjo. Jinjo und eine Seite an einem Platz zu verstecken, würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Mhm. Der mich verführen will. Oh Mann, das glaube ich doch nicht. Wo zum Kuckuck war die letzte Seite? Das sind nur Eier. Deswegen glaube ich auch, dass der Kommentar von wegen. Ja, weil mich Menzel darauf hingewiesen hatte, glaube ich da auch, dass das zu einer anderen Welt gehören sollte. Ich glaube zur Klunkerklüftmine, weil. Logisch, den XX Park habe ich bis jetzt noch gar nicht hochgeladen. Oh Mann, Pusselo. Was war denn da drin? Nichts mehr, oder? Kann sein, dass hier das letzte, die letzte Seite war? Nee, oder? Dann wird es recht einer fehlen. Vielleicht hat der Fritten Josie. Hab ich schon umgeguckt. War ich schon. Nee, sorry, ich hab grad echt keinen Plan, wo die letzte Seite sein soll. Also gar nicht. Und man kommt ja auch auf die Dinger rauf. Kann es sein, dass da oben die letzte Seite war? Nein, wozu sollte ich dann hier hoch? Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo die letzte Seite sein soll. Das heißt, ich muss ein andermal wieder zurück im Hex-Hex Park. Muss ich ja sowieso nochmal. Mindestens einmal muss ich noch hier rein. Die letzte Seite fehlt. Nach wer beendet. Das nächste wäre Jolly Rogers Lagune. Tja, Dr. Sanand haben wir noch gar nichts. Sollte vielleicht auch mal machen. Weil dann könnte ich wenigstens das hier erledigen im Hex-Hex Park. Aber ich weiß nicht, wo der Schalter ist für einen Bahnhof. Für Pterodactylus Land. Bin ich gerade echt nicht auf dem Kopf. Auf dem Plan. Und wie viel habe ich? 45. Ich muss mal gucken, als just for fun. Ich glaube, mir fehlen noch 3. Jetzt habe ich schon das Fenster geöffnet und ich schütze trotzdem meine Sau. Nee, es ist offen. Genau 45. Jetzt kommen wir zu meiner Hasswelt. Also die ich sogar noch schlimmer finde als den Steinhagelgipfel. Weil sie noch weniger kann. Ich muss eigentlich nur aufpassen, welches Puzzleteil wo war. Geht das alles hier leicht? Aha, leicht. Aha, leicht. Warum aktiviert er die Platte nicht, der Bäume? Das ist die letzte normale Welt. Alter! Bin ich schlecht? Ich wette, der gehört da links. Geil. So, was ich mit letzter normalen Welt meine. Naja. Stopf es rein.
Eigentlich kann ich mir noch mehr als genug Zeit lassen. Das kann ja nichts werden. Das wird so ein Krampf, die Welt, das sehe ich jetzt schon. Also das Aufgabe 8 gelöst, nun wieder in den Weg weiß. Zum vorletzten Mal in diesem Spiel, wenn ich mich nicht irre. Wo es die letzte Welt ist. Ja, es gibt noch was anderes, das aber nicht direkt eine Welt ist. Sehe die Macht des gewaltigen Pasalor. Die Welt hebe ich mir auf. Die wird mir nicht gefallen. Ich habe jetzt schon, was weiß ich, wie viele Parts? 21 oder so? Oder mehr? 55. Gut. Ach, dann jetzt wird es sowieso 100%. Okay, hier fehlen noch 6 Puzzle los. Wow. Warum so viel? Achso, wegen den Jinjos, genau. Maiaus Templer mal alles. Klunkerkluftmine mal alles. XX Park fehlt nur diese eine verdammte Seite. Jolly Rogers Lagune fehlt eine Seite. 2 Jinjos, 2 Puzzlelos. Der Dacklo ist lang, habe ich gar nichts. Fast. Grunde GmbH fehlt noch ziemlich viel. Steinhagelgipfel habe ich noch weniger als gar nichts. Die Welt, die gerade freigeschalten wurde, aber logischerweise auch gar nichts. Und dann soll ich das noch machen jetzt? Eigentlich habe ich nicht mehr so großartig Lust jetzt. Na gut, dann beende ich den Part. Das war Banjo-Tooie, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.